Kurz nach sechs beim Bahnhof. Ich habe gerade meine Frau aus dem Auto rausgeschmissen. Ja, 6 Uhr morgens, richtig. Meine Frau fährt in den Dienst. Da wird sie heute vielen kranken Leuten helfen und sie am Leben halten. Das ist so mal der Plan. Ich werde jetzt nach Hause fahren, dann meinen hübschen kleinen grünen Lego-Traktor weiterbauen. Vielleicht. Und dann stürze ich mich auf meine Webseite, die so gut heißt ChefQR. Denn im ChefQR ist die Technik verankert, die es ermöglicht, die Vitrinenbeschilderungen auszudrucken. Und es ist ja die Entscheidung gefallen, die Vitrinenschilder zu verändern. Bislang hatte ich die unten am Holz. Vielleicht bleibt das auch so, das weiß ich noch nicht. Und ein QR-Code mit einem Text auf farbigem Untergrund. Und jetzt habe ich gekauft so transparente Folien. Ich habe das noch nicht mal ausprobiert, wie das ausschaut, wenn man da drauf druckt. Aber der Plan ist, diese transparenten Folien dann vielleicht sogar aufs Glas. Ich weiß noch nicht. Und die dezent bedrucken. Das wäre so die Überlegung. Das wird natürlich jetzt nicht vor 9 Uhr passieren, ja, denn es sind ja nur mehr 2 Stunden irgendwas. Aber das wird vielleicht in den nächsten Monaten passieren, wenn es klappt. Und wenn nicht, dann drucke ich wieder die alten Geschichten aus. Gesichert habe ich das alte schon mal. Jetzt muss ich das umprogrammieren, dass ich das auf Folie drucken kann. Dann schaue ich, was mein MFB 880 macht, wenn ich den sowas reingebe. Dann werde ich riesen Zoff haben. Wenn es der MFB nicht macht, dann mache ich es einfach mit einem 477er im Wohnzimmer. Da ist zwar der Toner so sauteuer, aber ich habe noch einen Tonersatz, glaube ich zumindest. Das hoffe ich. Dann könnte man das machen. Die Arbeitsplatzdrucker haben bei uns normalerweise keine Toner. Denn das Spannende am Drucker ist ja, wenn du ihn nicht verwendest, wird der Toner leer. Also diese Laserdinger, die sind alle paar Stunden kalibrieren die. Und beim Kalibrieren pfeffern sie immer irgendwie eine Farbe raus. Und tun das dann wahrscheinlich in irgendeinen Resttonerbehälter, der dann irgendwann voll wird. Und es wird ein Riesenzoff. Ja, das ist so mal das Konzept. Es ist übrigens eine Schneelandschaft. Es hat die ganze Nacht so leicht, großflockigen, leichten Schnee geschneit, der hier von diversen Häusern schon runterrutscht. Auch von ganz neuen Häusern in den Dachirsen zergeht dieser Schnee. Das ist sehr faszinierend. Naja, jedenfalls, das Schöne ist, dass die Straße offensichtlich so erwärmt ist schon, dass da nichts liegt. Also das ist jetzt weniger Salz, sondern mehr temperaturbedingt. Und rundherum auf den Feldern liegt der Schnee. Es ist eigentlich sehr, sehr hübsch. Wow, es ist wirklich hübsch. Ja, weniger hübsch wird sein, falls jemand kommt und dann die Dachlawine vom Hochgiebel auf die Rübe der Leute runterrutscht. Das wird wahrscheinlich nicht so schön. Mal schauen, ob wir das verhindern können. Tja, ich bin übrigens der alte Knacker Schmatz aus dem Rostingstädtchen Neulenkbach in Wienerwald. Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Neulenkbach-Vlog. Und jetzt kommt gute Musik und blaue Wolken, denn die, ja, ihr wisst. Die Kinder sind schon mal aufgefordert zu kommen und dann schauen wir mal, ob wir heute was essen. Es waren schon ein paar Leute da. Ja, denen war kalt. Das ist sehr gut nachvollziehbar, denn es ist ja nicht geheizt im Kindergarten. Aber ich hatte den Eindruck, dass es gepasst hat für die Leute. Schauen wir mal. Ich lege euch da mal hin, denn sonst kann ich meine Schuhe nicht ausziehen. Ja, ein paar Flipper sind auch im Betrieb. Ein paar haben auch gleich mal nicht funktioniert, die habe ich dann gleich wieder abgeschalten. Und das mit dem Loopingzug, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Der ist nämlich gleich mal so heiß geworden, dass der Betrieb angeschmolzen ist. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, warum das passiert. Das werden wir noch erforschen. So, ich kümmere mich jetzt mal um mein Essen und dann reden wir weiter. Wir zeichnen auf die Gedanken am Sonntag. Für den Sonntag. Ja, so machen wir das.
Die Familie sitzt im Auto und hat die Anweisung, wenn sie mitmachen will, mitzumachen. Falls sie es schafft, zwischen meinen Redeschwall sich reinzudrängen. Ich glaube, der Jüngste schafft das noch am ehesten. Oder nichts zu sagen, wenn sie nicht mitmachen wollen. Das ist so das Konzept. Ich höre nichts. Okay, eindeutige Punkt. Ich sag's ja. Ich möchte auf YouTube sein, aber ich werde nicht sprechen. Das heißt, dass mich es nicht stört, wenn ich im Bild bin. Du kannst das sehr schön ausdrücken, junger Mann. Ja. Gut, Gedanken am Sonntag. Zeitmanagement ist unser Thema. Warum? Ist gerade aufgekommen, vor nicht mal 10 Minuten hat meine Frau gesagt, wann hat der Sohn aus? Sollten wir den nicht schon längst abholen? Und sie hat völlig recht. Ich sitze da beim PC, schneide fröhlich vor mich hin und achte nicht darauf, dass mein armer Sohn im Sturm beim Schutzweg in der Ulmenhofstraße steht, ohne Haube. Die Haare flattern im Wind. Das Gesicht ist verzerrt vor Schmerz. Und die Schultasche ist das Einzige, was ihm noch am Boden hält. Tja, wie ist das gekommen? Normalerweise hat der Sohn um 13.30 Uhr aus. Und heute aufgrund unseres Termines, also heute an dem Tag, an dem ich aufzeichne, nicht an dem Sonntag, an dem ihr das seht, hat er schon früher die Schule verlassen, dachte ich. Also nach der fünften Stunde um 12 Uhr irgendwas, dachte ich. Aber in Wirklichkeit ist die sechste Stunde sowieso ausgefallen, weil nämlich Lehrermangel ist. Lehrerinnenmangel, um genau zu sein. Also höchst kompliziert. Jetzt ist es ja so, dass ich im Normalfall mein Microsoft Windows 10 Mobile Lumia 550 anweise, mich zu relevanten Zeitpunkten zu erinnern, dass was zu tun ist. Habe ich auch eingestellt, nur intelligenterweise habe ich 13.15 Uhr eingestellt, nicht 12.15 Uhr. Deshalb die Frage, wie kriegt man das mit dem Zeitmanagement auf die Reihe? Jetzt werdet ihr sagen, ja, was machst du denn das so doof? Mach doch gleich so, denn du machst doch eh alles im Outlook, alter Knacker. Du doch gleich den Kalender in Outlook so programmieren, dass er automatisch eine Erinnerung eine Stunde vor dem Termin oder Hausnummer eineinhalb Stunden vor dem Termin, je nachdem, wie es gerade passt, setzt. Und dann macht das doch sowieso Ding-Ding. Ja, schön und gut, aber dieses Ding-Ding nehme ich nicht wahr, wenn das Handy eingestellt ist, das ist das Erste. Und zweitens ist das Problem, dass der alte Knacker alles in den Kalender schreibt. Und wenn ich jetzt sage, ich schreibe alles in den Kalender, dann meine ich alles. Also ich schreibe hinein, wann ich aufstehe, was ich gegessen habe, wann wir Familienfrühstück hatten, wann wir Familienessen hatten, wann wir das Kind zu Bett gebracht haben, wann wir Film geschaut haben, wann ich Lego gebaut habe, ich schreibe alles rein. Würde ich jetzt also diese automatische Erinnerung bei jedem Eintrag bekommen, dann wäre ich schon den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Erinnerungen wegzudrücken. Also ist das keine Option. Früher in der guten alten Zeit, wie ist das entstanden? Wieso schreibe ich so viel auf? Erstens einmal, weil ich mit Behörden zu tun habe und du musst alles beweisen können. Wenn man es aufschreibt, ist es nachhaltiger und im Bewusstseiner, als wenn du es nicht aufschreibst. Das ist mal das Erste. Und das ist uns schon zugute gekommen, sage ich jetzt mal. Es bringt zwar nichts, aber es ist uns zugute gekommen, denn wir wissen wenigstens, was richtig war. Ich habe schon in der Hauptschulzeit, so zweite Klasse, festgestellt, dass ich ein Terminplanungsproblem habe. Tja! So schaut's aus. Der kleine alte Knacker oder der junge alte Knacker, wie sagt man zu dem? Kleiner Knacker. Das bist du. Ja. Ich war der junge alte Knacker oder der kleine junge alte Knacker oder der schulalte Knacker. Keine Ahnung. Mir ist ja schon aufgefallen, wenn ich in die Schule gekommen bin und festgestellt habe, oh, das ist ja die Biologielehrerin. Haben wir heute Biologie? Und tatsächlich, wir hatten dann Biologie und ich hatte kein Buch mit und ich hatte keine Hausübung gemacht. Für Biologie sowieso nicht, das war einmal in der Woche, wer denkt an die Hausübung? Ich meine, Geografie dasselbe. Ich war schon glücklich, wenn ich Mathematik und Deutsch Hausübungen hatte, das wir jeden Tag hatten fast. Ja? Und ich war schon glücklich, wenn ich den Turnsack mit hatte. Wir hatten noch einen Turnsack, da war nichts mit im Schulgewand turnen und
danach stinken und schwitzen. Wir haben Schulrucksack gehabt, mitgenommen, Turnrucksack mitgehabt, haben geturnt wie die Irren und danach haben wir uns geduscht. Ja, so schaut's aus. Nicki-nackig, ohne Unterwäsche haben wir geduscht. Kein schönes Erlebnis. Wöchentlich mehrfach neu. Anderes Thema. Du willst was sagen? Ja, und zwar, Papa, wir duschen doch auch immer ohne Gewand. Ja, zu Hause, wir. In der Familie, aber doch nicht in der Schule mit anderen. Du gehst ja auch im Kindergarten nach dem Turnen nicht duschen mit den anderen, oder? Nein, aber im Schwimmbad ist das nicht so. Da machen wir es mit Badehose. Da machen wir es mit Badehose, da kann nichts schief gehen. Da sieht keiner geheime Dinge. Geht niemandem was an, was da in der Badehose ist. So, zurück zum Thema. Also, hatte ich ein Zeitmanagement-Problem. Und damals hat in Neulenkbach die Firma Libro aufgesperrt. Die hat dann dreimal Konkurs gemacht, aber das ist eine andere Geschichte, da können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Ich werde gerade langsamer, weil da ein 30 km/h Schild war und die Leute überholen jetzt, weil sie meinen, für sie gilt das nicht. Und sie haben recht, denn es ist sicher kein verordneter 30er, da gibt es immer Unterschiede. Können wir auch mal drüber reden. Okay. Die Firma Libro hat aufgesperrt und dann war ich in der Firma Libro und da gab es so ein Plastikdings, die Bumsti, so groß, bei 30 kann man das ruhig zeigen, da kann nicht viel schief gehen, so groß, wenn man das aufgeklappt hat, war da ein Stift drinnen und dann waren Zetteln drinnen und ein Kalender. Da habe ich gedacht, wow, und ein Taschenrechner war drinnen, ganz wichtig in meiner Hauptschulzeit. Ein Taschenrechner war drin, so ein ganz kleiner, unauffälliger, super Sache. Mit Solar- und Batterie. Ja, das habe ich mir gekauft. Um mein Ministrantengeld habe ich mir das gekauft, ohne Hemmungen. Und dann habe ich das mit in die Schule genommen und festgestellt, das ist urunpraktisch in der Schultasche. Habe ich mir so eine ehemalige Fototasche genommen, so ein schwarzes Ding mit so einem Clip. Wie heißen die Clipverschlüsse, die es jetzt nicht mehr gibt? Vor dem Klettverschluss hatte man und vor dem Zipverschluss hatte man auf Taschen so Klippverschlüsse, wo man ein Metallding in einen Öse geschoben hat, dann hat es Klick gemacht, dann ist so ein Pimpfel rausgestanden und man musste den reindrücken, damit man es wieder rausziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wie heißt das? Keine Ahnung. Klippklappverschluss. Der Klippverschluss. Nein, Klippklapp ist was anderes, das haben wir beim Lego. Der Klippverschluss war das. Ja, und da habe ich das Ding reingegeben. Und dann habe ich noch andere Sachen reingegeben, Geldbörsel und so Sachen. Und das habe ich mir dann umgehängt und mein Lehrer hat zu mir gesagt, hey, du mit der Herz-Lungen-Maschine, bin ich der erste Bursche in deiner Lenkbauer Hauptschule gewesen mit einer Herz-Lungen-Maschine, sprich mit einer männlichen Handtasche. Ja, die habe ich dann, kurz abschweifen, die habe ich dann sehr lange gehabt, bis ich mal mit zu viel Schwung über den Weinberg mit dem Fahrrad runtergefahren bin und diese Tasche unter der Jacke hatte. Und die Straßenkehrer haben damals so einen Riesenhaufen mit Rollsplitt gemacht im Frühling, was man so zusammengekehrt hat. Und ich bin voll reingefahren, das Vorderrad war weg und ich bin so mit ca. 30 km/h flach gelegen. Das war nicht lustig. Ich bin nämlich auf dieser Tasche gelandet in der Magengegend. Ich bin dort gelegen und halb verreckt. Ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern. Diese Herz-Lungen-Maschine war dann ziemlich verbogen. Ich habe sie damit viel dick so instand gesetzt. Mit wirklich viel dick so habe ich den instand gesetzt und habe sie noch weiterverwendet. Zurück zum Terminplanen. Das war der Anfang und dann sind aufgekommen die Filofax. Wisst ihr, was ein Filofax ist? Du hattest sowas. Ja, aber keinen echten. Ich habe ein Nachbauprodukt gehabt. Ja, Nachbau ist auf der Wurst. Ein Ding mit so 6 Ringen, wo die Zetteln drinnen gesteckt sind. Das habe ich mir dann als nächstes gekauft. Und da habe ich dann irgendwann die erste Freundin gehabt und da habe ich genau aufgeschrieben, wann ich die getroffen habe, die Telefonnummer sind drin gestanden. Es war ein Handy ohne Telefonierfunktion, kann man sagen. Es waren Spiele drinnen, es waren Terminplanung drinnen, es waren Telefonnummern drinnen, ein Stifter drinnen und Notizen drinnen. Aber kein Internet war drinnen und es war kein Telefon drinnen. Aber so war das. Da habe ich alles aufgeschrieben. Das Problem war, dass das im Laufe der Zeit immer dicker geworden ist. Ich hatte es dann so dick, weil ein Jahr habe ich immer drinnen gehabt. Ziemlicher Stress, das habe ich dann in der Lehrzeit noch verwendet, bis ich dann irgendwann auf Psion umgestiegen bin. Personal Digital Assistant, Psion, Revo, Psion 5,
Zion 5MX habe ich gehabt. Ich habe alle gehabt. Von uns überhaupt. Und jetzt habe ich überhaupt alle im Kindergarten in der Ausstellung. Ja. Das Fire of X war ein bisschen sicherer, weil es war ja die Überlegung. Fire of X verlierst, alle Termine, alle Telefonnummern weg. Du hattest ja kein Backup. Ganz schlechte Sache. Negativ. Da war die Überlegung, den Psion zu verwenden, denn den Psion konntest du mit Windows 3.1 abgleichen und dann hast du eine Sicherung gemacht und wenn du viel Glück gehabt hast, hat er da irgendwo die Termine angezeigt, den Psion. Dass der Psion so circa alle 10 bis 15 Tage hin war, ist was anderes. Also ich habe den sehr oft in Reparaturen geschickt, sowohl den Rivo als auch den 5er. Drei habe ich nie gehabt. Und den 5er Mix. Das heißt, unterm Strich waren die Daten im File of X sicherer und leichter zugänglich als in den Digital Assistants. Egal. Da habe ich dann alles gehabt im File of X und da habe ich einige Jahre dieses File of X verwendet und dann hatte ich so einen Stapel mit Unterlagen archiviert, ne? Und die sind dann immer in meinen schwebenden Tisch im Wohnzimmer gehangen, bis dann die Bude ausgebrannt ist. Und dann wurde das Zeug, zwar ist es nicht verbrannt, fällt es nicht schon wieder um, aber es ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, wie soll ich sagen, es war auch nicht irgendwie schön, es war nämlich total rußig und schwarz und grauslich und stinkert. Und erst wie ich dann einige Jahre mit meiner Frau zusammen war, habe ich das Zeug weggeschmissen. Nicht um, ohne mich kurz darauf zu ärgern, weil da noch Dinge drinnen waren, die ich jetzt gerne wissen würde. Tja. Man lernt, nichts wegschmeißen ist die Devise. Kauft euch einen alten Autobus, stopft ihn voll mit den alten Klumpern, aber schmeißt nichts weg. Terminmanagement. Das war die Geschichte meines Terminmanagements. Inzwischen mache ich das auf Outlook über die Microsoft Cloud synchronisiert auf meinen Microsoft Lumia in meinen Outlook am PC und ausgewählte Termine und Kontakte sogar freigegeben für mein holdes Weib auf ihren Android. Huawei, aber nicht mehr lange, wie ich gehört habe. Sie steigt auf ein Samsung? Nein. Worauf? Xiaomi. Auf ein was? Ein Xiaomi? Xiaomi. Ich kann jetzt nicht weiterreden, ich muss meine Frau hinterfragen. Covid-Zahlen und Fakten für den 3. April 2022. 16.063 laborbestätigte Fälle, 14.720 neue Fälle, 26 Verstorbene und 38.832 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 1.861. Es gibt 3.936.418 laborbestätigte Fälle, 276.229 aktive Fälle, 2.853 im Spital ohne Intensiv, 224 auf der Intensiv, 176.843.630 durchgeführte Testungen, 15.838 verstorben und 3.644.351 Genesene. So unglaublich es klingt, ich habe sogar Brot im Backrohr. Das heißt, es wird morgen Brot geben, außer ich vergesse das Brot. Dann wird es nämlich schwarz und dann gibt es noch kein Brot, dann gibt es ein Milchfrühstück. Ja, es war soweit erfolgreich mit Ausnahme dieses Loopings, aber da gibt es schon Pläne, wie man das, also nicht der Looping war das Problem, sondern der Wagen, der den Stuntwagen raufschiebt. Also da ist sowieso noch was geplant, aber da könnte ich daran arbeiten. So viel dazu. Ansonsten essen wir nochmal den Couscous-Salat. Die Kinder waren sehr nett und die Gäste waren kühl. Ja, kühl waren sie. Wir werden schauen, wie wir weitermachen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen und ich wünsche euch noch einen schönen Dingsdi-Bumsdi. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier auf diesem YouTube-Kanal.